Na, Alter, wirst ja tierisch ablusen. Na, dann ruder mal schneller, Keule, bis dir die Arme abfallen. Mogel, Jule. Da sind wir. Und was nun? Zwiebeln wir eine Lawine los. Cooler als Quell. Ultra glatte Kanone. Haut echt die Watschefüße weg. Hey, wer hat denn die Hütte hier geparkt? Hoffentlich gibt's hier was zu schmackofatzen. Mir beben die Schläuche. Pech gehabt, das ist nur ein Sportgeschäft. Voll der Pleiteladen. Hier müffelt's auch ein bisschen fies. Ja, wie bei einer alten Frau im Badezimmer. Hast du das auch gepeilt? Absolut null. Wie denn was? Wo denn was? Für die Nacht machen wir hier eine Festsitze. Was haben wir denn da? Ein Mini-Bungalow? Vielleicht wohnt da drin einer von diesen lustigen Kobolden. Na, den muss irgendjemand vergessen haben. Kühl dich mal ein bisschen ab, kleiner Mann. Die Hütte ist zu groß. Extrem Zehennägel-Frosting. Na, extrem Lagerfeuerring wäre cool. Na, supi, jetzt brauchen wir nur noch einen Grillanzünder. Hey, klasse, ich hab Papier klar gemacht. Hallo, mein Freund. Recht schönen guten, Herr Waldschrat. Sind Sie vielleicht auf der Suche nach der idealen Sportbekleidung? Hier in Rogers Sporthütte haben wir für jeden Bedarf genau das Richtige. Das hier wird Ihnen ausgezeichnet stehen. Modisch, 1A Qualität und fast geschenkt. Hey, lass stecken, deine Fummel sind völlig uncool. Hilfe, der Förster will mir ans Leder. Das wird ein gar großartiges Feuerchen. Gebt Flamme, kleine Feuerklunker! Zieh dir den mal rein, der hing als sprechendes Papier an der Wand! Und was will die Pappsülze von uns? Mein Name ist Roger. Mir gehört dieses Bekleidungsparadies immer zu Ihren Diensten. Für jede Gelegenheit, für jede Sportart. Und natürlich für jede Körpergröße. Wollen wir doch mal sehen, was für Sie in Frage kommt. Mach dich weg, du Knusperhexe! Ach, bitte kauf doch was. Ich warte schon seit 100 Jahren auf einen Kunden. Auf sicher. Jetzt peile ich auch, warum's hier drin so Exe-Wexe müffelt. Nur so kann ich doch ewige Ruhe finden. Ja. Hör auf, dich einzukratzen. Ich gehe auch mit dem Preis runter. Oh, seht mal dieses wundervolle Skateboard. Pass auf, dass das Feuer nicht ausglimmt. Na los, hol noch eine Ladung Rinde. Das war ein sehr teures Skateboard. Schärft ihr euch nicht? Streife! Na wartet! Ihr werdet es bezahlen, sonst fließt Galle. Ihr begleicht eure Schulden und zwar noch vor Sonnenaufgang. Krasser Schnarchhaken. Hey, Slacks, Alter, zieh dir das rein. Wir haben über Nacht Besuch bekommen. Die Blusterjacke hat Bock auf Skiheizen. Was für eine abgefahrene Nummer. Irgendwie könnte der auch was anderes vorhaben. Oh, glaub ja nicht, dass ich Angst vor dir habe. Also wirklich, jetzt ist ja aber Ruhe im Karton. Wenn er wieder da ist, jetzt wird's total lustig. Schmackofatz, da steht was zu fratzen rum. Hast du schon spitz gekriegt, dass du gerade deine Latschen voll geif hast? Wo ist mein Geld? Heute großer Räumungsverkauf. Alles zutiefst preisen. Kaufen Sie jetzt. Bezahlen Sie sofort. Ich liebe italienisches Essen. Husch, husch, unter die Dusche. Bitte begeben Sie sich nun zur Kasse. Rogers Sporthütte schließt in 10 Minuten. Bitte, meine Herren, bezahlen Sie für die Dusche. Es kostet nur 1200 Dollar. Ablinken ist nicht. Kornnase. Oh, ihr seid wirklich sehr schlau.
Für euch, Stanis, habe ich etwas ganz Besonderes. Die Todesstrecke. In dieser kleinen Schachtel befindet sich das gefährlichste Spiel der Welt. Bala, bala, bala. Glaubst du eigentlich selbst an den Schwundus? Oh. Cool. Es gibt kein Entkommen. Wir wollen hier sowieso nicht raus. Wie wäre es denn mit einer kleinen Wette? Wenn ihr die Strecke schafft, dann schuldet ihr mir absolut gar nichts. Aber wenn ihr versagt, dann werdet ihr bis in alle Ewigkeit in Rogers Sporthütte als Verkäufer tätig ja, sein. Sicher. Alles Roger. Und los geht's. Alles im linken-grünen Bereich, wir kriegen das gebacken. Was ist denn das bloß für ein Lärm? Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Mir reicht's. Ich wandere aus. Jetzt kommt der Heuler. Extrem! Sprungschanzing! Gebt ihr schon auf? Auf allerkeinsten. Ist ja ein Spaziergang, die Strecke. Jetzt kracht's. Ein Gnom hält ja viel aus, aber irgendwann ist Schluss. Womit habe ich das nur verdient? Hey, sie ist von der tuffigen Seite. Du musst jetzt keinem mehr irgendwas verhökern. Hey, ihr habt ja völlig recht. Cool. Jetzt kann ich mich endlich zu meiner ewigen Ruhe begeben. Oh, tut mir leid. Ewige Ruhe. Es ist endlich soweit. Er schwirrt von dannen, der Krempenträger. Jetzt ist endlich Schicht im Schacht.